wie viel Millionäre produziert ihr so? Mal ganz grob. Also wenn ihr jetzt irgendwie weiter auf euren Weg geht, macht ihr dann irgendwie 100 Millionäre nach Berlin oder wie viel schafft ihr? Also bei uns glaube ich bestimmt 50 bis 100. 50 bis 100 Millionäre. Bei euch? Ja, auch die Größenordnung. Ja. Ich glaube, das ist bei uns allen ähnlich. Weil ich glaube, alle unsere Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Die Bewertungen sind irgendwo ähnlich. Man misst sich da sozusagen auch am Markt. Das heißt, wenn Leute bei uns jetzt neu beginnen, dann kriegen die gewissen ESOP-Anteile. Aber das, was du angesprochen hast, die steuerliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen, die lässt uns natürlich wettbewerbstechnisch deutlich schlechter stehen als jetzt amerikanische Unternehmen. Und mit denen stehen wir halt im Wettbewerb. Oder allein die Mechanik, dass wir noch nicht mal überhaupt richtige Anteile ausgeben können an Mitarbeiter heute. Also was müsste konkret passieren? Forderungen an die Politik? Wie muss sich das System ändern, damit das leichter und besser umsetzbar ist? Da kann ich sagen, wir arbeiten ja schon länger dran. Das ist so ein bisschen die Unternehmerlobby in Berlin. Der Christian Miele übernimmt ja jetzt auch den Start-up-Verband. Und wir werden mit ausformulierten Gesetzen an den Tisch kommen, weil wir keine Lust mehr haben, den Leuten diese Outs zu geben. Ne? Man kann ja an jeden Stammtisch und sagen, man müsste mal Mitarbeiterbeteiligung und dann sitzt da ein Politiker und sagt, ja, das müsste man mal. Ne? Und dann Prost und alle gehen wieder nach Hause. Haben wir gesagt, nee, wir formulieren das jetzt aus, ja, und legen das konkret auf den Tisch und sagen, liebe Politik, du musst zwei Sachen liefern. Ja? A, Mitarbeiterbeteiligung und B, die Regulatorik fürs Kapital. Die beiden Sachen und diesen ganzen anderen Quatsch, DSL-Leitungen in Kindergärten und wer kriegt ein iPad geschenkt, das könnt ihr alle auf dem kommunalen Level machen. Ja? Die beiden Sachen wollen wir haben. Und daran euch alle messen. Ja, und da müssen wir so der Länder Karthago-mäßig immer wieder hingehen und sagen, liebe Leute, das müsst ihr liefern. Es ist ausformuliert, keine Ausreden, ihr könnt es umsetzen.